I'm gonna tell you right now, cause she's the one I'm thinking of. Hey. Hallo, morgen. Hallo, Glück auf. Frohes neues Jahr. Ein frohes neues Jahr. Genau, wir haben uns mal gedacht, wir machen mal so eine Silvester... Neujahrsansprache. Neujahrsrede, glaube ich, ne? Nein, Ansprache. Neujahrsansprache. Der Lucky Camper, genau. Nein, wir haben uns ja im Dezember relativ rar gezeigt und Weihnachtsgrüße gingen auch nicht wirklich raus, von daher... Haben wir jetzt oder wollen wir jetzt die Gelegenheit nutzen, zumindest mal schon mal ein frohes neues Jahr zu wünschen. Und wir hoffen natürlich, dass ihr alle gesund und munter, aber auch Corona-konform ins neue Jahr gekommen seid. Wollen wir mal sehen, was das so bringt. Ja. Kann ja nur noch besser werden. Genau. Ja, genau. Im Dezember war ein bisschen wenig und tut mir ein ganz kleines bisschen auch leid. Aber ging halt nicht anders. Wir waren... beschäftigt. Bis oben hin zu. Ja, ist ja auch diesen Umständen gewidmet. Nee, wie sagt man denn? Egal, ist diesen Umständen geschuldet. Danke. Bitte. So, ich habe mir hier mal ein kleines Zettelchen gemacht, oder wie, muss ich sagen. Also, du guckst ja da auch drauf. Ich würde mal sagen, erstmal ein herzliches Danke. Fangen wir mal so an. Ne? Genau, ein herzliches Danke für... Schön. Danke schön für... So, Restalkohol. So viel war das nicht. Nein, ein herzliches Dankeschön an alle unsere treuen, lieben Follower. Begleiter des Video-YouTubes-Lebens. Genau. Ein Dankeschön an euch da draußen. Ja, genau. Das, und hoffe, dass ihr auch weiterhin so... an unserer Seite bleibt und schön immer hinten mitfahrt. Kommentare schreibt. Genau. Unheimlich viele E-Mails kommen mittlerweile an. Einfach super. Herzlichen Dank dafür erstmal. Jo. Jetzt haben wir, oder ist ja im Dezember ein bisschen was auf der Strecke geblieben, habe ich ja schon gesagt. Ich hänge auch ein bisschen hinterher. Da waren ein paar Anfragen gewesen wegen dem Fazitvideo von der Rückfahrkamera, von der Dashcam. Wir sind jetzt nicht wirklich viel gefahren. Nee. Also da wird es ein bisschen knapp. Es kommt aber. Wann? Es kommt. So, sobald wir wieder fahren können oder sobald wir fahren werden, wir haben da eine Idee im Kopf. Ja. Dazu später. Werden wir auf jeden Fall auch da nochmal die Rückfahrkamera, das Fazit machen. Mhm. Ambientenbeleuchtung ist auch noch auf. Das heißt, ich habe ja diesen Bettkopfendteil. Aber hört sich gut an. Mit Stoff bezogen, da fehlt das Licht jetzt noch. Da gibt es eine kleine Neuigkeit später. Hoffentlich eine super Top-Verbesserung. Deswegen habe ich damit jetzt auch noch ein bisschen gewartet. Da bin ich in einem netten Kontakt im Moment. Dazu später. Kommt aber auch noch. Aussichten. 2021. Ja. Wir wollten ja eigentlich in Winterurlaub fahren. Das hat sich ja jetzt erstmal... Noch ist er nicht gecancelt. Ja, gecancelt ist er nicht. Noch minimale Hoffnung. Möglich, dass wir vielleicht mal so Tagestouren machen irgendwo im Wald und dann kurzfristig übernachten. Nee, ich meine auch da, wo ich reserviert habe. Ach so, die Reservierung steht noch. Ursprünglich ist geplant, nach in Süden zu fahren, also Balderschwang. Da haben wir eine Reservierung für einen Stellplatz. Ob das jetzt noch klappt oder nicht... Die wissen wir nicht. Mutti wird ja am 4. oder 5. Januar willst du ja da was sagen. Gucken wir mal, was Mutti sagt. Spätestens und dann, glaube ich, wird gecancelt. Ja. Naja, dann ist es so. Wir haben aber schon als nächsten Ausflug, dann sind wir ein bisschen weiter, der Sommer. Da haben wir eine größere Tour geplant nach Schweden. Und da freue ich mich auch schon richtig drauf. Und ich denke mal, dass das funktionieren wird. Ja, der Plan für Schweden ist ja freistehen. Genau. Das wiederum bedeutet, ich muss noch ein bisschen was am Günner modifizieren. Wer irgendwelche Vorschläge für Schweden hat, also wir wollen uns mehr im Bereich Südschweden
umschauen, weil so drei Wochen viel, haben wir, ne? Drei Wochen haben wir, so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht, um bis ganz nach oben hinzufahren. Wer da irgendwelche interessanten Punkte hat, das hat ja in Dänemark auch schon sehr gut funktioniert mit euren Vorschlägen, die ihr gemacht habt. Und nehmen wir gerne entgegen. Raushauen, in die Kommentare schreiben, E-Mails schreiben, das ganze Programm. Jo. Ja, für Schweden würde ich ja auch ganz gerne, wenn wir frei stehen, irgendwas mit Solar noch machen. Ladebooster, Batteriecomputer. Also da, glaube ich, kommt auch noch ein bisschen was. Gott sei Dank war man nach Schweden. Dann habe ich wenigstens einen Grund. Dann haben wir festgestellt, dass wir mit der Klimaanlage, die wir auf dem Dach haben, die war ja schon drin, als wir den gekauft haben, nutzen wir nicht wirklich viel und wollen stattdessen einen Dachlüfter einbauen. Der ist schon da. Der ist schon da und das kommt dann auch noch. Das kommt auch noch. Ja, dann hatte ich jetzt für den Winter jetzt schon mich gut vorbereitet. Ja, wir sind diesmal gut vorbereitet für den Winterurlaub. Eigentlich. Wir haben uns Schneeketten gekauft, ja. Die hätte ich gerne noch vorgestellt. Das kann ich vielleicht nochmal bei Gelegenheit Trockenübung machen. Die würden wir auch gerne einmal vielleicht ausprobieren. Eigentlich nicht, aber schon. Ja, schon. Jetzt haben wir sie. Ja, wir sind ja so bekloppt. Wir warten jetzt, bis es richtig Eis ist und dann fahren wir extra los dafür. Ja, dann machen wir hier ein bisschen Kunstschnee oder was und dann fahren wir hier rauf und dann runter die Straße. Hatte ich auch noch eine Thermomatte für die Windschutzscheibe, Seitentüren bestellt. Die ist auch da, die liegt da hinten. Könnte ich dann auch nochmal vorstellen. Wir sind bestens vorbereitet auf den Winter. Ja, wir sind wirklich bestens vorbereitet. Ich habe noch eine Action-Cam, die zum Testen hier liegt. Die wurde mir zur Verfügung gestellt. Das kommt auch noch. Das wird wahrscheinlich jetzt als nächstes kommen. Eine Action-Cam von Akaso. Die habe ich jetzt zwischen den Feiertagen mal ein bisschen mit rumgespielt. Also kommt auch noch was. Da gibt es auch noch ein kleines Gimmick dazu. Also dranbleiben. Könnte auch was für euch da noch abfallen. Ja. Haben wir sonst noch was geplant? Ich glaube, das ist erstmal so im Großen und Ganzen unsere Planung. Ja, und dann zusehen, dass man vielleicht irgendwo ein paar Tagestouren macht, mal nochmal wandern geht, durch den Wald läuft. Da gibt es ja genügend Waldparkplätze, wo man sich dann auch hinstellen kann, zumindest den Tag über. Dann kann man da noch ein bisschen was essen oder einen Kaffee trinken dann im Wohnmobil. Ja. Essen, das kommt auf jeden Fall jetzt noch. Das werden wir... Essen? Ach so. Essen. Ist ja der neue Trend jetzt. Oder was heißt neu? Ja, ein Trend. Wohnmobil-Dinner. Trend will ich gar nicht mal sagen. Das ist eine gute Idee. Ist eine super von einem Idee, die ins Leben gerufen wurde. Und da sind ja inzwischen, gibt es ja da auch eine Gruppe, wo sehr viele Restaurants mitmachen. Und das werden wir auf jeden Fall dann ausprobieren, machen, wenn wir schon nicht wegfahren. Leider sind da die Übernachtungsmöglichkeiten nicht gegeben. Hm. Ich glaube, das ein oder andere Restaurant bietet das an mit Frühstücksservice. Wir werden da mal durchgoogeln. Wir werden mal gucken. Da auf jeden Fall mitmachen und freuen uns schon auch drauf. Und wir haben uns schon eins ausgesucht und dann mal gucken, ne, wie das wird und wie das alles so funktioniert. Bis jetzt, was ich gelesen habe, die waren alle immer begeistert. Ja, das kommt statt Urlaub erstmal am Anfang. Unser Urlaub. Eine Sache habe ich vielleicht noch, fällt mir gerade ein. Unsere Videos werden auch ein bisschen hoffentlich aufgewertet in Zukunft. Wir können jetzt auch Aufnahmen von ganz hoch oben machen. Fünf Jahre habe ich gearbeitet, gebaggert, gemacht und getan. Jetzt hat er sie. Ich habe mir eine Drohne organisiert. Ja. Ja, war. Aber, genau, dazu möchte ich auf jeden Fall nochmal sagen, ich habe hier einen lieben, netten Menschen kennengelernt, auch über YouTube.
Und der ist Kopterpilot oder ja, ist in so einem Drohnenverein und ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Und der hat mir ein Angebot gemacht, da konnte ich nicht Nein sagen, für eine Mavic Pro mit Ausstattung, weiß ich nicht. Ah, ein Schnick und Schnack. Milliarden Teile. Moment. Und da habe ich ihm das Okay gegeben, dass er sich. Hier, der Koffer ist voll bis oben hin. Und da war er glücklich. Und dann noch alles in der Kiste hier drin bis oben hin. Jetzt kann er mir nicht mehr in den Ohren liegen. Und dafür sage ich an dem Lutz schönen Dank. Lutz, an dieser Stelle hast mir eine Riesenfreude mitgemacht, ja, beziehungsweise einen super leichten Einstieg gegeben für dieses ganze Equipment, für den kurzen Toto. Danke, Lutz. Ja, das, ich werde es aber nicht übertreiben, glaubt es mir. Ich muss jetzt auch erstmal den Kompetenznachweis noch machen. Der ist übrigens auf dem LBA immer noch nicht freigeschaltet. Heißt, ab am 30.12. wäre er frei. Ist immer noch nicht. Naja, gut. Ich kümmere mich auf jeden Fall darum, dass das auch alles normkonform abgeht. Ja. Das Jahr wird hoffentlich toll werden. Für uns alle Camper. Oder auch Nicht-Camper oder wie auch immer, für die Menschen. Ja, jetzt bin ich schon wieder bei Weltfrieden. Anderes Thema. Schöner Spruch. Wir müssen sowieso alle denken. Warum nicht gleich positiv? Und dann denken wir jetzt mal alle positiv und freuen uns auf das Jahr, was da auf uns zukommt. Und was es für uns bereithält. Ja. In diesem Sinne. Ja, in das diesem war Sinne, eine kurze Ansprache? War die Ansprache? Neujahrsansprache. Das war die Neujahrsansprache von den Lucky Campern. Ja, genau. Wir wünschen euch alles Liebe, alles Gute. Bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein. Wird ja spannend, habt ihr gehört. Da kommen noch ein paar schöne Dinge. Und da wird noch ein bisschen mehr kommen, denke ich, was sich so im Laufe des Jahres alles noch gibt. Ja. Von meiner Seite aus, tschüss, bleibt sauber, macht's gut. Alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.